Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Finde deinen Angestellten und weise ihm eine Aufgabe zu. Die Angestellten können neben ihrem Wohnwagen in der Nähe des Lagers gefunden werden. Warum muss ich den denn finden? Der hat pünktlich zu erscheinen. Die Jugend von heute ist bestimmt ein Azubi. Ich hoffe, Festangestellte sind mir einfach zu teuer. Gott, und der Müll stinkt da hinten schon wieder. Es ist, Mann. Ich weiß nicht, was die Leute mal alles wegwerfen, ob die dort in ihre Taschentücher reinkoten und die dann bei mir in den Mülleimer werfen oder was auch immer. Aber es ist einfach der Mock schlechthin. Da kommt ja ein Mock hoch. Bleh. Wir müssen echt schnell den Angestellten finden. Ich brauche hier eine Ablöse. Wie sieht's denn eigentlich kraftstofftechnisch aus? Ich habe keine Ahnung. Boah, 39 Euro glatt. Habt ihr das gesehen? Wir lassen den Typen jetzt hier erstmal fix rein. Und wir probieren das nochmal aus mit seinen Kisten, wie das aussieht. Wenn ich hier aufmache. Tür auf. Oh nein. Jetzt habe ich es jetzt weggeworfen. Oh weh, wir haben jetzt hier. Ich hoffe nicht, wir haben die Lieferung jetzt verloren. Das wäre richtig schlecht. So, aber ich kann. Es ist wieder zu. Das Spiel möchte das einfach nicht. Okay. Gut, wir lassen das. Wir lassen ihn ganz normal rein. Ich habe es versucht, aber irgendwie ist jedes Mal wieder die Tür zu. Wir müssen jetzt unbedingt erstmal den Angestellten finden, weil wir haben schon wieder 4 Kunden an der Kasse und einen an der Werkstatt. Ich weiß nicht, wo dieser Wohnwagen sein soll. Komm, wir kassieren die jetzt hier fix nochmal ab. Hier ist nämlich schon wieder eine Riesenschlange und dann gucken wir unbedingt mal nach dem Wohnwagen. Hier ist die Werkstatt. Oh, der Kunde ist wieder abgehauen, ne? Ah, Mist, jetzt waren wir zu spät, aber was soll ich machen? Ich hätte wahrscheinlich eher den an der Werkstatt machen sollen, weil der mehr Geld bringt. Was ausruhen steht oben? Muss ich mich ausruhen? Ich hoffe nicht. Wo ist dieser Wohnwagen, Leute? Ach, guck mal, da hinten. Ist das der... Das ist er, oder? Ja, da sitzt jemand. Hey, Mensch, den hätte ich gleich vom Lagerhaustor mitnehmen können. Amelie, Zeit zum Arbeiten. Aufgabenliste, Bezahlung oder Entlassen. Nee, Aufgaben und du solltest bedienen die Kasse. Und jetzt rennst du los. Na komm, hopp, hopp, bist du schneller, Madame. Okay, oben dieses runde Symbol ist anscheinend die Amelie. Die muss ich dann irgendwann mal ausruhen. Die braucht natürlich mal eine Pause. Gar keine Frage. Natürlich, jetzt ist die da und niemand steht hier an der Kasse. Wir müssen unbedingt Kraftstoff bestellen. Problem ist nur, ich hoffe, sie fühlt sich nicht sexuell belästigt oder so, aber ich komme nur hier an den Rechner, es tut mir leid. So, jetzt lasst mal gucken, wir brauchen Kraftstoff, aber Kraftstoff kostet Geld und Geld haben wir nicht. Wir können 100 Liter bestellen. Ja, müssen wir. Lass deinen Angestellten 8 Stunden lang arbeiten. Ich habe deine Zigaretten leider nicht, tut mir leid. Wir sind fast out of Zigaretten. Wir sind generell irgendwie out of Geld. Gerade läuft es nicht so gut. Es ist natürlich ein bisschen doof, dass sie dann nicht nebenbei mal noch kehrt, wenn gerade kein Kunde da ist, sondern du musst dir immer einzeln sagen, was sie machen soll. Ob sie jetzt bedienen soll oder ob sie kehren soll. Jetzt nicht unbedingt der selbstständigste Mitarbeiter. Kein einziger Kunde an der Kasse, sobald die hier ist. Mann, ey. Aber ich finde es gerade trotzdem ärgerlich. Wir stellen die an und hier kommt einfach niemand. Die hängt jetzt schon 2 Stunden hier und es ist einfach nicht ein Kunde in der Zeit da gewesen. Mal kurz zum Überblick. Wir müssen unbedingt Zigaretten bestellen. Ach, warte mal. Guck mal hier, genau. Newspaper haben wir doch bestellt. Passt gar nicht alles rein. Okay. Ah, jetzt der erste Kunde. Jawohl, Celery. Emily. Wie auch immer. Bam, guck's dir an. Bisschen motivierter. Grinsen im Gesicht. Zeig dem Kunden, dass du dich freust, dass er hier ist. Ja. 26 Dollar verdient. 34 kostet sie mich schon. Müssen wir noch ein paar mehr Leute was kaufen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen und dann unbedingt Sachen bestellen. Aber ich bin froh, dass zumindest hier in der Werkstatt noch ein bisschen was da ist, weil das kostet nun mal am meisten Schmodder und das haben wir gerade absolut nicht. Sehe ich eigentlich irgendwo, was ich noch im Lager stehen habe? Nee, ne? Also hier haben wir nichts mehr, hier haben wir nichts mehr. Zigaretten sind alle, Alkohol haben wir nichts mehr, wir haben bloß ohne Ende News. Hier nehmen Sie mal die vom Boden bitte. Menno, die sind auch noch gut. Was ich gern mal noch wissen würde... Wäre bei den Autoteilen Motoröl, da brauchen wir das Ding auf Stufe 2 und zwar den Workshop. Jetzt können wir mal gucken, immer noch nicht genug Geld, kostet 450, aber dann könnten wir es schon updaten. Also wir haben nichts mehr, was uns fehlt, außer Geld. Die Tankstelle, müssen wir noch weitere Ziele abschließen. Ah, und hier, guck mal, The Sportstar Crossword Puzzler Some News. Ach, okay, wir sehen also doch, was im Lager ist. Wir können es erweitern. Kostet wieder 200 Dollar. Ja, was macht man? Wollen wir es erweitern? Wäre schon gut, ne? Ach komm, Attacke.
Die plus 265 waren noch wunderschön. Wie viel passen jetzt rein? Vorher waren es 200, jetzt sind es 350. Amelie, wie sieht's denn hier aus? Du musst doch mal ein bisschen schrubben. Die Leute fühlen sich nicht wohl. Stehst du die ganze Zeit faul an der Kasse? Und ich muss mich hier um 10 Dinge gleichzeitig kümmern. Mann, Mann, Mann. Aufgabe erledigt? Achso, die war 8 Stunden arbeiten. Perfekt. Bezahle deinen Angestellten für ihre Arbeit. Na, aber die kann doch noch. Die hat doch noch Kraft. Nö, nö, nö. 12 Stunden. Vorher geht's ja nicht nach Hause. Ach, guck mal. Unsere Toilette ist ja auch schöner geworden. Was ist denn das hier? Sie direkt ins Rohr kacken oder was? Toilette war zu teuer. Halt einfach direkt deine Anus hier ran. Und hier drüben auch. Oh Gott. Ja, viel Spaß hier. Sieht echt widerlich aus. Wir gucken jetzt gleich nochmal hier am Rechner. Wir müssen auf jeden Fall Zigaretten bestellen und Alkohol. Und dann wäre natürlich auch irgendwie der Plan, die Werkstatt eventuell mal noch auf die nächste Stufe zu bringen. Weil dann können wir vielleicht auch hier vorne in der Motorhaube ein bisschen was reparieren. Wir hatten ja schon Batterie, glaube ich, gesehen. Was uns effektiv natürlich noch mehr Geld einbringt. Kraftstoffstatus niedrig. Ich habe doch gerade das bestellt. Was heißt denn überhaupt niedrig? 24 Liter plus. Ach du, Heimatland. Ah, dann müssen wir nochmal 200 bestellen. Das ist halt das Problem. Sobald du ein bisschen Geld hast und dir denkst, komm, jetzt kannst du was bestellen, ist der Kraftstoff niedrig oder irgendwas anderes funkt dazwischen. Ich wollte eigentlich mal ein paar Zigaretten bestellen, weil Zigaretten sind komplett aus. Zigaretten. Superplant. Superplant Tobacco. Hier Premium, das und davon. Bei wie viel sind wir denn jetzt? 211 Dollar. Boah, können wir uns aber fast genau auf einen Dollar leisten hier. Und Lager passt dann auch. Wir haben noch 1,94 Dollar, Leute. Es ist traurig. Aber wer nicht investiert... Hä? Hä? Ich habe gar nicht gedrückt. Es ging einfach weg. Jetzt haben wir hier den Polizisten verärgert. Ach so, wir haben nicht mehr Kraftstoff. Es ist leer. Ich habe alles reingetankt, was ich noch habe, mein Freund. Lieferung, komm da hinten. Jo, Mist. War jetzt nicht so pralle. Komm, dann können wir hier in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen malern. Dennis habe ich lange nicht mehr mitbekommen. Ich hoffe, der hält einfach mal ein bisschen Abstand. Da wäre ich nicht traurig drüber. Moin, meiner. Grüß dich. Ja, siehst du, die Lieferung kommt gerade. Reg dich mal nicht auf. Amelie ist gleich an der Belastungsgrenze. Jetzt haben wir hier erstmal die Zigaretten. Ach, guck mal, da ist hier drüben ein Regal mehr geworden. Alles klar. Wir müssen jetzt erstmal Amelie bezahlen. Hier, Bezahlung. Prämie, vergiss es. Hä? Amelie, ich kann dich nicht bezahlen. Tut mir leid. Kann die sich jetzt... Leg eine Pause ein. Oh, er ist aggressiv hier, alkoholisiert und flippt aus, weil seine Kippen nicht da sind. Wir müssen Amelie jetzt erstmal nach Hause schicken. Ich konnte sie jetzt nicht komplett bezahlen. Das tut mir echt leid. Geht ja schon mal gut los. Neue Mitarbeiterin, direkt nach dem ersten Tag keine Kohle mehr. Ach, Menno. Hi, ich grüße Sie. Wir brauchen jetzt hier mal ein paar kaputte Sachen, bitte. Weil ich brauche dringend Geld. Was haben wir denn? Oh, drei Reifen und eine Tür. Sie hat mich erhört. Dankeschön. Und dann machen wir die Tür noch schön. Ich frage mich immer, was die hier für Muster an der Tür haben. Ob die Tic-Tac-Toe mit ihrem Schlüssel gespielt haben. 350 Dollar. Jawollo. Jetzt machen wir langsam wieder ein bisschen Geld. Sobald die Amelie Feierabend hat, läuft der Laden wieder. Jawoll. Ja, kauf Newspaper. Perfekt. Newspaper sind immer gut. Da haben wir zu viel bestellt. Die sind im Lager und wie jeder weiß, Ware im Lager kostet Geld. Es muss in den Regalen sein. Beim zu viel bestellt, da kauft ihr in 3 Tagen noch die Zeitung von heute, ich sag's euch. Aber ich werde natürlich immer dran schreiben, es ist die aktuelle. Aber das Lager auf Stufe 2 abzugraden war definitiv die richtige Entscheidung. Dann können wir nämlich auch mal ein bisschen mehr bestellen. Und müssen nicht ganz so oft dahinter gehen. Oh ja, Newspaper, Newspaper. Um denen das Lagertor halt zu öffnen. Das dauert halt immer relativ lange, weil... Hui. Oh Gott, der kauft richtig viel. Was ist es denn noch? Hä? Nein, ich glaube, es buggt. Nein, der hat so viel gekauft. Warum? Klicke LMB zum Aufheben. Ah, okay, perfekt. Ich musste nur noch mal die Zeitung schrubben. Es war ihm anscheinend zu dreckig. Jetzt können wir hier bestimmt auch noch mal ein bisschen was rein... Oh, ich hab wirklich viel zu viel bestellt. Was war denn da los bei mir? Juck dir mal den Kopf. Liegt dran, hier sind ein paar Läuse mit im Raum. Die Frau, die vorher zur Reparatur da war, die hatte auch ein bisschen Läuse. Deswegen kann das sein, dass die hier noch etwas im Raum schweben. Das war gerade der letzte Reifen. Wir müssen bestellen. Es geht nicht anders. Ich finde das ein bisschen doof, dass der Wohnwagen so weit weg ist. Muss ich jedes Mal hier hinterrennen, um die zu rufen? Kann die sich kein Handy besorgen, oder was? Amelie, los! Du musst Kasse bedienen. Bezahle die vorher? Och nö. Bezahlung. Da. Würdest du jetzt Kasse bedienen?
Jo, perfekt. Ah krass, bevor da keine Kohle fließt, macht die nix, ne? Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Trinkgeld läuft. Wenn die Amelie kassiert, steckt die sich das wahrscheinlich selber ein, oder? Riesenschlange und die steht da hier, als wird sie gleich einschlafen, ne? Komm, wir machen jetzt nochmal fix eine Bestellung. Wir brauchen unbedingt Alkohol. Hier und hier und hier. Autopflege brauchen wir aber doch auch erst irgendwas, wo wir es reinpacken können, oder? Komm, wir kaufen das jetzt einfach mal. Erfrischungsgetränke. Hier noch was und noch ein paar Snacks. Wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir? $489. Egal. Zack. Bestellt. Und wir brauchen unbedingt noch Reifen. $65 einer. Wir haben keine mehr. Uns bleibt nichts anderes übrig, ne? You're joking, right? Was, you're joking? Ich glaube, Amelie macht Scheiße. Och, Amelie. Kann doch nicht dein Ernst sein. So, nochmal 4 Autoreifen. Mach das hier ordentlich. Die Leute sind unglücklich. Bin ich ein bisschen enttäuscht gerade von der Amelie, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, die macht ihren Job wirklich ordentlich. So, wir nutzen mal kurz die Ruhe. Amelie ist am Kassieren, Bestellung ist auf dem Weg, Regale müssten bald wieder voll sein. Und wir machen an der Stelle hier mal Folgenende. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Ihr seht es an den Herausforderungen. Wir müssen alles noch ein bisschen upgraden und vor allem irgendwie mal ein bisschen mehr Geld so in der Rückhand haben. Das gefällt mir so aktuell noch nicht, weil alles Geld, was wir verdienen, geht direkt wieder in die Produkte rein. Aber ich denke, das machen wir in den nächsten Folgen noch. Lasst ein Like und ein Abo da. Übermorgen 17 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.